Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und die Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, herzlich willkommen heute Morgen hier in der Peterskirche in Bacharach. Herzlich willkommen Ihnen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier in der Kirche erschienen sind. Und herzlich willkommen denen, die ab heute Abend im Internet mit uns feiern werden. Wir sind hierher gekommen, um miteinander Gottesdienst zu feiern, Gottes Gegenwart zu suchen, auf sein Wort zu hören und ihn zu loben. Manche mit frohem Herzen, denen entspricht der Glanz der Sonne, der hier durch die Fenster fällt. Manche mit schwerem Herzen, weil sie einen lieben Menschen zu Grabe tragen. Beides, die Freude und der Schmerz, die Dankbarkeit und die Klage haben unter diesem Dach ihren Platz. Der heutige 13. Sonntag nach Trinitatis steht unter dem biblischen Leitwort aus Matthäus 25, Vers 40. Da sagt Jesus: Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Was wir für andere tun, ist also nicht von oben, unabhängig davon, welche Resonanz wir darauf bekommen. Das hilft einem manchmal, wenn man sich fragt, wofür man gewisse Dinge eigentlich tut. Noch immer prägt Corona unser Leben, noch immer dürfen wir leider als Gemeinde nicht miteinander singen. Wir hören nun das erste Lied, Gott des Himmels und der Erde. Zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben.
Danket ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Lasst uns beten. Herr, lieber Vater, du hast uns in deinen Dienst gerufen, aber wir erleben uns oft als so begrenzt. Wir sehen wohl, was alles an Gutem und Sinnvollem zu tun wäre, aber die Fülle der Notwendigkeiten erschlägt uns. Wir ärgern uns über andere, die sich in unseren Augen zu wenig engagieren, von denen wir meinen, sie würden nur sich selbst sehen. Herr, bewahre uns vor Bitterkeit und befreie uns von der Trägheit. Schenke uns einen realistischen Blick für unsere Kräfte und für unsere Grenzen. Und hilf uns, in deinem Namen das zu tun, was wir tun können. Manchmal wächst einem die Arbeit über den Kopf. Man möchte helfen, aber man stößt an seine Grenzen und merkt, alleine schafft man es nicht. So ging es auch den 12 Aposteln ganz am Anfang der Kirchengeschichte. Ich lese den heutigen Predigttext aus der Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. Als die Zahl der Jünger in Jerusalem zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut. Und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon Parmenas und Nikolaus, den Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Lasst uns gemeinsam Gott loben mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott,
Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, zu viel Arbeit für zu wenig Leute. Das ist ein großes Problem unserer Zeit und hat sich in der Corona-Phase vor allen Dingen in den Pflegeberufen als ernsthafte Gefahr erwiesen. Zu viel Arbeit für zu wenig Leute. Sie wissen, dass um Kosten zu sparen, werden seit Jahren Stellen abgebaut und in jüngerer Zeit, das wissen wir hier im Mittelrhein besonders gut, ganze Krankenhäuser geschlossen. Nur, wenn mal eben so eine Stelle gestrichen oder ein Krankenhaus geschlossen wird, dann fällt ja damit nicht die Arbeit weg, die da getan worden ist. Im Gegenteil, für die, die übrig bleiben, wächst das Arbeitspensum ins Unerträgliche. Das ist nicht nur in der Alten- und Krankenpflege so, das zieht sich durch alles durch. Auch in der Wirtschaft, im öffentlichen Dienst, leider auch in der Kirche hält dieser Trend seit Jahren an. Und selbst im ehrenamtlichen Bereich ist es dasselbe. Vielleicht merken wir es jetzt im Moment nicht ganz so, weil Corona uns ja doch in manchem so eine Zwangspause auferlegt hat und vieles jetzt aus anderen Gründen nicht geht. Aber im Allgemeinen ist es doch so. Die Aufgaben, die zu erledigen sind, werden immer mehr. Gleichzeitig sinkt aber die Zahl der Freiwilligen, die bereit sind, sich zu engagieren. Es ist in den Vereinen, in den Feuerwehren überall dasselbe. Und es sind, das ist auch kein Geheimnis, ja immer dieselben, die sich einbringen, die sich engagieren. Wenn bekannt ist, dass einer im Vereinsleben irgendwie sich hervortut und da gute Arbeit macht, ja, dann wird er eben auch direkt mal fürs Presbyterium gefragt. Oder umgekehrt. Man kann schon fast sagen, wer sich irgendwo aus der Deckung wagt, der ist verloren. Mein früherer Superintendent im Kirchenkreis Lennep hat mal gesagt, Sie können froh sein, wenn Sie uns als Kirche den kleinen Finger hinhalten, wenn wir nur die ganze Hand nehmen. Zu viel Arbeit für zu wenig Leute. Eigentlich ist das Ende der Fahnenstange da längst erreicht. Man kann einfach nicht immer mehr Arbeit auf immer weniger Leute verteilen. Daran gehen nicht nur die Betroffenen kaputt, darunter leidet logisch auch die Qualität der Arbeit. Sei sie nun beruflicher oder ehrenamtlicher Natur. Mag sein, dass das eine Weile gut geht, aber irgendwann merkt man, und dann kommt die große Unzufriedenheit. Ja, Leute fühlen sich übersehen, benachteiligt, vergessen. Irgendwann fangen sie aus verständlichen Gründen an, rumzumeckern. Genau das ist die Situation, die in der Lesung eben angeklungen ist, im heutigen Predigttext aus Apostelgeschichte 6. Der Hintergrund ist folgender: Nach der Entstehung der Kirche zu Pfingsten in Jerusalem ist die junge Gemeinde der Christen innerhalb sehr kurzer Zeit stark gewachsen. Die Apostelgeschichte sagt auf mehrere tausend Mitglieder. Die 12 Apostel, also der engste Vertrautenkreis von Jesus, verkündigte das Evangelium und die Gemeindeglieder waren so durchdrungen von dieser Botschaft der Liebe Gottes, die voraussetzungslos ist, aber die Menschen eben verändert. Die waren so davon durchdrungen, dass sie angefangen haben, Hab und Gut miteinander zu teilen. Wer viel hatte, der gab dem, der nichts hatte. Sie können sich aber vorstellen, dass das bei mehreren tausend Menschen logisch nicht mehr ganz so reibungslos funktioniert, weil gar nicht mehr jeder jeden kennt. Deswegen wurde für Bedürftige sowas eingerichtet wie unsere Tafeln heute. So eine Art Armenspeisung, die war vor allem gedacht für Witwen. Denn die Witwen, die waren ganz besonders arm dran
sowas wie eine Witwenrente oder ALG II, irgendwelche staatlichen Sozialleistungen, das gab es nicht. Von daher hatte dieses diakonische Engagement der jungen christlichen Gemeinde in Jerusalem eine unglaubliche Magnetwirkung. Ja, das ist den anderen ja aufgefallen und die haben da hingeguckt und sagten, schau mal, wie die Christen miteinander umgehen. Das ist doch klasse, da will ich auch dazu gehören. Da wurde eben kein Unterschied gemacht, was die Nationalität anging oder so. Frauen und Männer, geholfen wurde allen. Sowohl den Einheimischen, den hebräischen Witwen, als auch den Zugezogenen. Frauen, die mit ihren Männern irgendwann mal nach Israel gekommen waren und nach deren Tod völlig aufgeschmissen waren, weil sie keine Verwandtschaft vor Ort hatten. Ja, die einzige Rettung für Witwen war die Familie. Die hat die dann quasi mit durchgefüttert. Naja, und wenn man ausgewandert war, in der Fremde lebte, dann war da keiner, der sich kümmerte. Und es gab damals in Israel, in Jerusalem im Speziellen, eine beträchtliche Gruppe von sogenannten Proselyten. Das waren Menschen, die zum jüdischen Glauben übergetreten waren, die von Hause aus aber aus dem damals griechischsprachigen Raum kamen und ja auch kulturell, traditionell dort beheimatet waren. Zum Beispiel kamen da viele aus der heutigen Türkei. Gerade unter dieser Personengruppe waren viele, die sich zum Glauben an Jesus gefunden hatten. Ja, mit der Zeit wurden es dann unübersichtlich viele. Man könnte, ist nicht bös gemeint, sagen eben zu viele, weil alle Fäden immer noch bei den 12 Aposteln zusammenliefen. Und die waren natürlich hoffnungslos überfordert. Eigentlich sollten und wollten sie das Evangelium verkündigen und Gottesdienste feiern. Stattdessen kamen sie jetzt mit der Essensausgabe nicht mehr hinterher. Und dann kam es eben zu dem im Predigtext beschriebenen Unmut. Die griechischen Witwen, die eben keine Lobby hatten vor Ort, keinen hatten, der mal sagen konnte, geh mal bitte auch bei der vorbei, die wurden übersehen, kamen zu kurz. Und das war nun der Punkt, wo die Apostel gesagt haben, so, liebe Leute, so geht es nicht weiter. Das kann nicht sein, dass wir unsere eigentliche Aufgabe, die Verkündigung, vernachlässigen und dass das, was wir jetzt machen, dass wir das nicht mehr vernünftig machen können. Da müssen jetzt auch andere mit ins Boot, die das besser können. Deswegen schlagen wir vor, sucht in eurer Mitte mal nach 7 Männern, die sich um die Versorgung der Bedürftigen kümmern. Der Vorschlag fand großen Anklang. Es wurden 7 Leute gesucht, gefunden, gewählt und von den Aposteln mit Gebet und Handauflegung in ihren Dienst eingeführt. Übrigens nicht nur Einheimische, sondern es wurde im Text erwähnt, da war auch jemand dabei, der zu diesem Personenkreis der Proselyten gehörte. Das war nun die Geburtsstunde der Diakonie. Der Diakonos, griechisches Wort, deutsch der Helfer, der Diener, daher kommt unser Wort Diakonie. Wenn wir jetzt auf unsere heutige kirchliche Situation gucken, dann ist es wohl heute nicht die Diakonie, die die Probleme bereitet, worunter die eigentliche Arbeit einer Gemeinde leidet, sondern im weitesten Sinne die Verwaltung. Was da in den letzten Jahren an Arbeit sich aufhäuft, durch immer diffizilere Vorschriften und Vorgaben, das ist überbordend. Unsere Mitarbeiterinnen im Büro und unsere Kirchmeister können davon ein Lied singen. Jetzt können wir natürlich anfangen zu jammern. Bekanntlich nützt das aber wenig. Es braucht eben auch heute Diakone im weitesten Sinne. Menschen, die bereit sind, willens sind und in der Lage sind, zu helfen, Verantwortung zu übernehmen.
Zum Beispiel suchen wir für unsere vielen, vielen Kirchen hier, für unsere Gäste, nur der Hinweis, wir haben 7 Kirchen in unserer Gemeinde, davon 4 in dieser Art, historische Kirchen, gotische Kirchen aus dem 13., 14. Jahrhundert. Wir brauchen da einfach zur Entlastung unserer Kirchmeister Kümmerer. Einen, der sagt, okay, eine Kirche, wo ich mal die Augen offen halte, wo ich gucke, ist da alles in Ordnung? Und wenn nicht, dann sage ich im Büro Bescheid und bitte den Handwerker zu rufen und dann mache ich mit dem einen Termin und kann das einfach so ein Stück begleiten. Das wäre so ein Diakonos unserer Zeit, was unserer Gemeinde wirklich helfen würde. Oder im Besuchsdienst. Menschen, die sich die Zeit nehmen, andere, hauptsächlich Senioren, zum Geburtstag aufzusuchen, einen kleinen Gruß vorbeizubringen von der Kirchengemeinde und ihnen zu signalisieren, ihr seid nicht vergessen. Oder im Kindergottesdienst, einmal im Monat, parallel zum Gottesdienst hier in der Kirche, damit, was so wichtig ist, auch unsere Kleinen in das Evangelium hören. Damals haben die Apostel der Gemeinde gesagt, guckt euch um. Wir 12 alleine haben nicht mehr den Überblick, um das jetzt hier hinzukriegen. Ihr müsst uns helfen zu suchen. Guckt euch um nach Leuten, wo ihr sagt, ja, das könnte was sein. Auch wenn das Engagement Ehrenamtlicher ausgereizt zu sein scheint, was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein, als zu sagen, schaut euch bitte mit uns um. Wir dürfen nicht aufhören, nach Leuten zu suchen, die sich engagieren können. Diese 7 Armenpfleger damals, die waren ja da. Nur hat die vorher keiner gefragt. Auf manche Leute stößt man mehr zufällig. Es ist ja auch viel leichter, immer wieder dieselben anzusprechen, die sowieso schon da sind, von denen man weiß, die können eh nicht Nein sagen, als mal auf andere zuzugehen. Aber bei zu viel Arbeit für zu wenig Leute brauchen wir mehr Schultern, die mittragen. Und wir können Gott bitten, dass er uns suchen und finden hilft. Dass er vielleicht der einen oder dem anderen auch innerlich nochmal so einen Wink gibt oder einen Ruck, sich aus der Deckung zu wagen. Man darf sich ja durchaus auch selber ins Gespräch bringen. Wir können Gott bitten, dass er Menschen bewegt, dass sie bereit werden, sich zu engagieren und dass er ihnen auch die nötige Kraft dafür gibt. Ganz ehrlich, die ganz große Lösung für dieses Problem sehe ich im Moment nicht. Vielleicht ist es ganz gut, dass Corona uns zu einer Zwangspause verdonnert hat und uns so ein bisschen Luft verschafft, aber andererseits ja auch den Druck nochmal deutlich macht. Es ist, denke ich, jetzt an der Zeit, über die Verteilung von Arbeit und über deren Wertschätzung neu nachzudenken. Ich hoffe, dass die Politik die Impulse aus der Zeit des Lockdowns da aufgreift und dass man jetzt in den beginnenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, wo es ja auch ums Pflegewesen geht, nicht einfach immer nur wieder nach den alten Prinzipien im alten Denksystem haken bleibt und sich gegenseitig behagt und dieses Basarspiel treibt mit Bieten und Gegenangebot und sagen, das ist viel zu teuer und das ist uns zu wenig, sondern dass man da auch nochmal querdenkt und neue Wege geht. Und auch den Mut hat, uns als Menschen, als Bevölkerung zu sagen, Leute, eine gute Pflege kostet einfach auch Geld. Ist so. Und für uns auf Gemeindeebene ist es jetzt an der Zeit, uns umzusehen und zu suchen und zu entdecken, was Gott an Kapazitäten auch in unsere Mitte hineingelegt hat. Und zu beten. Das hat noch nie geschafft. Im Predigtext ist mehrfach vom Heiligen Geist die Rede. Ohne den läuft eh gar nichts. Und ehrlich gesagt ist das, oder besser gesagt ist er, meine größte Hoffnung im Zusammenhang mit diesem Problem, dass wir zu viel Arbeit für zu wenig Menschen haben. Vielleicht ändert sich was, wenn wir ihm, dem Geist Gottes, mehr Raum geben. Wenn wir ihm mehr zutrauen und mehr mit ihm rechnen. Und um seinetwillen Menschen
mehr zutrauen und damit rechnen, dass dieser Heilige Geist in ihnen am Werk ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Die Bitte, dass Gott mehr Menschen bereit machen möge, sich zu engagieren, ist auch Inhalt des nächsten Liedes. Wach auf, du Geist der ersten Zeugen. Schenke ihnen Hilfe und hilf, dass sie sich helfen lassen. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für alle Verantwortlichen
Wirtschaft und Medien, in Forschung und Ausbildung. Lenke ihre Herzen und ihr Handeln, dass sie mit Ernst und Geduld Gerechtigkeit schaffen, Frieden fördern und die Schöpfung bewahren. Hilf, dass die Weltgemeinschaft willens und fähig wird, dem Klimawandel entschlossen entgegenzutreten. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Lass das Blutvergießen in allen Krisengebieten dieser Erde ein Ende nehmen. Schenke deiner Welt den Frieden, nach dem sie sich sehnt. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Im Glauben an deine Verheißung und im Vertrauen darauf, dass du uns hörst, beten wir gemeinsam zu dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ganz allmählich erwacht unser Gemeindeleben wieder aus der Corona-Schockstarre. Waren bis vor kurzem nur die Gottesdienste möglich, so fangen wir jetzt langsam auch wieder an mit den Gruppen und Kreisen. Nach Anmeldung ist jetzt wieder der Teamtreff oder der Treff junger Erwachsener am Midweeks-Meeting Mittwochabend um 19 Uhr möglich. Wie gesagt, bitte mit Anmeldung. Am Donnerstagabend um 19.30 Uhr treffen wir uns zum Männerstammtisch im evangelischen Gemeindehaus in Oberdiebach. Das geht ohne Anmeldung. Freitag um 15.30 Uhr treffen wir uns mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden, die im kommenden Frühjahr konfirmiert werden, hier in Bacha im Christophorushaus. Und am kommenden Sonntag ist um 10.45 Uhr Gottesdienst in Stieg. Der nächste Online-Gottesdienst ist erst in 2 Wochen. Die Konfirmation am 20. September, die werden wir aufzeichnen und ins Internet stellen. Und ein Blick voraus schon. Am 23. September, das ist ein Mittwochabend, machen wir ab 19 Uhr eine Orgelwanderung. Wir beginnen mit der Orgel in der Annakirche in Steg. Dort wird das erste Drittel eines Orgelkonzerts zu hören sein, das gemeinsam gestaltet wird von Ronny Vogel, Susan Kaufmann und Christian Minz. Dann wandern wir hier zur katholischen Kirche in Bacharach, zur Nikolauskirche, da ist Teil 2. Von da aus gehen wir dann hier rüber in unsere Peterskirche, wo das Konzert einen Abschluss findet. Anmelden müssen Sie sich nicht, aber bitte denken Sie an den Mundschutz. Und wir freuen uns über jeden, der mithört und mitläuft. Die Kollekte am Ausgang ist zur einen Hälfte bestimmt für die Sanierung eben dieser Orgel hier in der Peterskirche, die dringend vom Schimmel befreit werden muss. Und zur anderen Hälfte für die evangelische Stiftung Tannenhof in Remscheid. Der bin ich sehr verbunden. Ich habe dort 4 Jahre als Organist gearbeitet während meines Studiums. Die Evangelische Stiftung Tannenhof ist eine psychiatrische Fachklinik für die Bergische Region. Sie ist aber auch Träger eines Heimbereiches mit 170 Wohnangeboten für Menschen mit chronischen psychischen Erkrankungen. Und mit der Kollekte heute sollen diese Wohneinheiten ansprechend und freundlich gestaltet werden. Zum Teil sind die etwas in die Jahre gekommen, zum Teil sind sie neu angemietet oder gekauft, müssen noch eingerichtet werden. Die Bewohner sollen beteiligt werden, aber das braucht Anleitung und eben Material. Und an der Stelle werden wir heute um Unterstützung gebeten. Gott segne Geber und Gaben. Yeah.
Geschwisterteam Alina und Thomas Eberhard. Im Moment ist das immer eine besondere Herausforderung, den Ansturm auf den Gottesdienst, über den ich mich sehr gefreut habe, vorne angemessen zu bewältigen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank Ihnen, euch allen, dass ihr gekommen sind. Vielen Dank an unser Technikteam für den Online-Gottesdienst. Lasst uns nun in diesen Sonntag und in die neue Woche gehen, unter dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht